Hallo YouTube und willkommen zu einem neuen Feutiner-Video. Ich hoffe mal, diese Konstruktion geht gut und ich bin einigermaßen im Bild. Ich bin immer noch in Paris und natürlich lasse ich es mir nicht nehmen, hier auch einige französische Getränke zu verköstigen. Und den Anfang macht diese grüne Schweppsdose, Schweppes Lemon. Ich weiß gar nicht, ob es Schweppes Lemon bei uns in Deutschland auch gibt. Ich finde den Zusatz, hallo kleines Motorrad, ziemlich interessant. Da unten steht drauf, mit dem Saft von 4 Zitronen. Na, da bin ich ja mal sehr gespannt. Und vor allem, was die Kalorien angeht, da kommt die Dose hier erstaunlich gut rüber. Denn hier stehen 100 Milliliter bei 26 Kilokalorien. Macht die ganze 330 Milliliter Dose sind 86 Kilokalorien. Also deutlich weniger, sage ich jetzt mal einfach mal, als Fanta oder sowas. Und ich habe hier sogar den Plastikzahnbecher. Wir können also auch den Farbtest machen. Wow. Ansonsten von den Zutaten, ich weiß nicht, ob die Kamera das einfängt. Es ist natürlich alles auf Französisch. Also jede Menge Saft auch von Wasser, Sprudelwasser, Zitronensäure, Saft von Zitronensäure, E202 und was nicht alles. Also jede Menge Zitrone steht hier hinten drauf und Aroma naturell. So, wir gucken aber einmal jetzt mit der offenen Dose und schnüffeln mal eine Runde. Ja, riecht Zitrone. Direkt dieser Limon. Zitronengeruch kommt raus. So, und ich bin immer auf die Farbe gespannt. Ich hoffe, die Kamera fängt das hier ein. Und ja, weiß, trüb, man kann nicht wirklich durchgucken. Es sprudelt und oh, diese Dose ist wirklich kalt. Und wir haben hier wirklich ein Bombenwetter gerade in Paris. Ja, absolut. Ich sage einfach mal eine Zitronenlimonade, aber von halt Schweppes. Und deutlich weniger Kalorien, als man das so von den Fanta-Zitronen oder sowas kennt. So, Prost. Oh ja. Oh ja, trotzdem immer noch süß genug. Also es gibt hier mal Gummipunkte, deutlich weniger Kalorien als vergleichbare Dinger. Trotzdem, ich vermisse hier nichts an Süße. Es ist süß, es schmeckt nach Zitrone. Ein bisschen herber Geschmack ist auch dabei, wie man das so von Schweppes gewöhnt ist. Toll, 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 toll. Als erstes, was ich machen werde in Deutschland, mal die Äuglein offen halten, ob es da nicht Schweppes Limon oder Schweppes Zitrone auch bei uns gibt. Klasse. Also ich bin davon total angetan und werde mir hier bestimmt noch einige für unterwegs mitnehmen. Super. So, ich hoffe mal, das Video ist etwas geworden, sowohl vom Ton als auch von der Helligkeit. Das ist ja gerade auf dem Balkon, auf diesem Mini-Balkönchen, etwas schwierig und das soll es jetzt aber auch gewesen sein. Vielen Dank fürs Zugucken, macht es gut und bis zum nächsten Video. Salut!